Erstes Platoon, herhören! Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Abgesehen von Omaha verliefen die Landungen am Strand alle reibungslos. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben. Aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Alder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Château Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind unsere Leistungen nicht unbemerkt geblieben. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Jawohl, Corporal! Was? 7. August 1944. Bayerische Alpen, Deutschland. Ein paar der britischen Offiziere, ein Captain Price und ein Major Ingram, scheinen irgendwo über Feindgebiet abgeschossen worden zu sein. Ich kenne diese Typen zwar nicht, aber sie müssen recht wichtig sein oder wichtige Informationen haben, da wir jetzt über Österreich abspringen und zu ihnen vordringen sollen. Unser Nachrichtendienst hat herausgefunden, dass die Offiziere in einem Schloss in den Bayerischen Alpen festgehalten werden. Muss bestimmt Neuschwanstein sein. Wir haben einen deutschen Laster gestohlen, ihn versteckt und nähern uns jetzt dem Schloss zu Fuß. Bayerische Alpen! Finde ich gut. Captain Price, Major Ingram. Vielleicht in dem großen Haus die Straße hoch. Martin, Sie gehen vor und erledigen das 42er MG. Harding und Bugs, Sie kümmern sich um den Laster. Wir treffen uns vor dem Chateau. Alle anderen folgen Martin. Los. Alle anderen folgen mir? Was? Warum folgen alle mir? Das ist doch Schwachsinn. Was ist denn das für eine Knarre, Alter? Ich brauche nochmal ganz kurz den Namen. Die BAR, schnelle Automatik. Gehen wir mal auf langsame Automatik. So. Wehrmachtszeichen. Aber nichts aus Hitler raus. Alter, was ist das für ein Gewehr? Was ist das für ein Gewehr? Das brauch ich! Granate! Ah! Alles klar, ich kann nicht durch Scheiben schießen. Oh. Wir sind im Nahkampf. Ah, MP40. Oh, ich lasse es mal lieber. Ich würde mal behaupten, hier gibt es keine Hakenkreuze. Gibt es hier eigentlich irgendwelche Secrets? Ich glaube nicht, ne? Sowas gab es damals noch nicht. Nein. Musik ist auch voll nice, ne? Muss ich mal so sagen. Das geht voll ab. Nachladen. Stets nachladen. Was willst du denn? Komm raus, ich hab dich gesehen. Headshot ins Knie. Okay, es ist nicht Neuschwanstein. In Deckung? Wo gehen wir in Deckung? Wo ist denn die Deckung? Ah, da ist die Deckung. Verdammt. Moment, Kameraden.
Ich brauche Heilung. Die gab es doch hier irgendwo. Das ist mir zu weit. So, einmal nachladen bitte. Oi. Das sieht echt geil aus hier. Guten Tag, die Herrin. Oh, sauf mir Champagner. Da können wir ja nur gewinnen. So ein Dreckszeug. So, wir waren bis jetzt auch. Hallo! Uhuhuhu. Ich hab dich gesehen. Du mich nicht. Der Feind! Wow! Hoch. Wisst ihr, ich hab vor 2 Minuten habe ich gedacht, Mensch, lange nicht mehr gestorben und so. Einmal nachladen, mein Herr. Oh, der kommt hier gleich um die Ecke gesprungen. Wow! Oh, wir flackieren die mal. Wow. Leute, ich bin hier mitten im... Ja, egal. Wenn man nicht alles selber macht, ja. Siehste, so macht man das. Oh. Ah, da krabbelt mir die Nase. Der Feind kommt. Ja, jetzt kommt plötzlich das Scheißdingen. Entschuldigung, musste sein. Der ging mir auf den Sack. So. Die Herrin. Die Deutschen kriegen jetzt eins auf die Fräse mal wieder. Okay. Wieder zu uns. Sergeant Moody und ich suchen Price und Ingram. Ich hab doch deinen Fuß gesehen. So, Dokumente finden. Alter. Das ist ganz schön harte Kante hier. Du humpelst so ein bisschen, kann das sein? Schade, dass man hier nicht durch Wände schießen kann. Das ist echt schade. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Wolfenstein. Äh? Äh?
glaube, das Wäffelchen ist in der Situation hier besser, oder? Hab ich doch schon gesehen. Nächsten auch. Na, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Brauche bloß die Dokumente. Sie müssen nicht sterben. Wofür gibt's eigentlich... Alles klar, eine Tagesdecke. Mhm. So, gib mal her diese allzu wichtigen Dokumente. Auch nicht. Tag, Lieutenant. Was, Roosevelt? Glaube ich nicht. Der heißt nur so. Jetzt wird hier keiner durchgesprungen kommen, die sichern doch draußen. Wow! Alles klar! Alles klar! Danke. Entschuldigung, ich, kannst unten ruhig decken, Junge. Gab's hier nicht noch irgendwo Heilung? Hallo? Heilung? Gab's da noch irgendwo... dann halt nicht. Dann halt nicht. Ave Maria. Dann stürzen wir uns jetzt einfach so ins Gefecht. Wir können's ja. Okay. Wow, Alter! Bist du denn behindert oder was? Okay. 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 Knowledge, Alter. Knowledge. Ja, das ist schon echt cool gemacht hier. Was gibt's denn hier eigentlich so für Bilder? Hm? Oh, oh. Doch, ja. Interessant. Block mich nicht. Block mich, oder du bist Nazi. Oh nein, er ist tot! Warum ist er tot? Kann ich wenigstens seine Waffe mitnehmen? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Er hat mich voll gerade geblockt, was? Alter! Wie aggressiv ist er denn bitte? War ja nicht noch einer? Da 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 bam bam bam. So. Hier passiert ja jetzt nichts. Schnell in Deckung. Okay, ich höre die nächste Welle. Alter! Behindert oder was? So. Nochmal schön umgucken hier. Oh, gibt's nichts. Alter! Kommt ja einfach so um die Ecke geschissen. Der olle Wichser. Spiel gespeichert, das finde ich auch schön.
Alter! La 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 la. Schubidubidu. Ich benötige ein wenig Heilung. Wo denn? Ist... Fuck. Hat sich ja fast nicht gelohnt hier. Obwohl, doch ein bisschen. Ey, wo kommt die denn her? Wo muss ich hin? Okay, das hätte ich vielleicht jetzt noch nicht mitnehmen müssen. Ich brauche Deckung. Ja, alles gut. Geht doch hier bestimmt gleich auf. Alter. Geht nicht auf? Mein Kamerad getötet. Hallo? Okay, zumindest können sie dich von oben angreifen. Gut, stellen wir mal den guten deutschen Adler. Hallo? Ich würde ja gerne, aber... Hallo? Brauche ich vielleicht mein Kamerados? Ich glaube, ich brauche mein Kamerados. Nachladen. Alter. Der stirbt aber auch schnell. Kann das sein? Na komm. Bewegung! Ach, kicke mal an. Wo sind die denn alle? Junge, lass mich doch vorgehen, wenn du hier so... Okay, jetzt bin ich gestorben. Das ist ja blöd.
Alles klar, Herr Kommissar. Los, komm ran. Oh, Feuer. Jetzt renn doch nicht vor, du Idiot. Das ist nicht dein scheiß Ernst hier, ne? Dem geht's eh schon so scheiße. Alter, jetzt blockt er mich auch noch. Okay, Martin. Ja, dann... So, jetzt komm ran, du Assi. Kann ich dich nicht irgendwie heilen oder so? Alter, was macht der denn jetzt? Ey, der Junge ist doch völlig Banane. Kann ich das selber auch speichern? Bestehende Datei überschreiben? Ja. Ah. Oh. Kommst du ran? Ey, Roosevelt. Ja. Okay, ich brauche den Typen anscheinend nicht. Aber mir zeigt es hier gerade nicht an, dass ich interagieren kann. Dementsprechend höre ich mal ganz kurz auf und schau mal nach, was das da sein soll. Ne? Also, bis gleich. Haut rein. Tschüss.